Hey Kids, einer meiner Kontakte sagt, in Fortune Valley liegen einige stillgelegte Autos herum. Ein gescheiterter Hausdeal vielleicht. Wie auch immer, falls ihr sie findet, bringt sie doch zum Airfield. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Payback. Heute ist es endlich soweit, es gibt das erste größere Update zu Need for Speed Payback, nämlich neue Rennmodi, die Speedcross-Events, es gibt neue Autos, es gibt eine neue Wagenklasse, es gibt stillgelegte Autos, die man suchen kann und so weiter. Es gab allerdings heute Morgen, und da nehme ich gerade dieses Video auf, einen kleinen Fehler, die haben es irgendwie auf dem PC, es gab das Update mit 7 GB und es kamen auch diese Meldungen von Rev, von wegen stillgelegte Autos finden und all so ein Krams, aber die Speedcross Cross-Events sind noch nicht verfügbar. Theoretisch ist das auf jeden Fall das erste große DLC, soll für Leute, die die Deluxe Edition haben, kostenlos sein. Ich habe die Deluxe Edition, ich habe auch das Update gehabt, aber irgendwie werden die Speed Cross-Events noch nicht angezeigt. Ich denke, das kommt heute im Laufe des Tages, aber ja, wollen wir mal keinen Stress machen. Wir machen deswegen was anderes. Wir suchen das erste stillgelegte Auto. Deswegen, Spoilerwarnung, wenn ihr selber das suchen wollt, weil es ist so gedacht, diese stillgelegten Autos sind ein paar Tage zu finden, irgendwo auf der Karte. Und auf Twitter werden nach und nach so ein paar Hinweise gegeben, wo man suchen muss und so. Und dann kann man halt, wenn man dann selber die Karte absucht, oder vielleicht hat man Glück und kommt zufällig dran vorbei oder so, kann man dann die stillgelegten Autos finden. Ich habe allerdings einen Hinweis bekommen, wo ich ungefähr suchen muss. Deswegen werden wir jetzt einfach das stillgelegte Auto schon mal suchen. Und das erste ist der Mazda X7, auf den einige schon sehr lange warten. Wir haben jedenfalls hier auf der Karte jetzt auch die Meldung, stillgelegtes Auto verfügbar. Das Auto ist irgendwo in der Welt zu finden. Es verschwindet in 154 Stunden, 40 Minuten und 45 Sekunden. Finde ich cool, da gibt es so einen Timer und es kann halt überall sein, ne? Überall. Und es werden halt nach und nach so ein paar kleinste Hinweise gegeben. Jetzt nichts Großes, einfach nur so kleine Hinweise und dann grenzt man das Suchgebiet ein oder der eine oder andere hat vielleicht Glück und findet es zufällig, wenn er gerade irgendwas anderes macht. Ich habe aber schon einen Hinweis bekommen, einen anonymen, dass ich hier oben in diesem Bereich zumindest mal suchen soll, in der Nähe von Tankstellen. Es gibt nur zwei Tankstellen, deswegen hoffe ich, dass wir es finden. Dadurch, dass die Speedcross-Events jetzt leider noch nicht freigeschaltet sind, die will ich euch auf jeden Fall zeigen, aber ich kann sie noch nicht spielen, sie sind noch nicht frei. Holen wir uns erstmal das stillgelegte Auto, machen damit ein bisschen was und sobald dann die Speedcross-Events zu spielen sind, werden wir auch die machen natürlich, ne, ganz in Ruhe. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal hier hoch in die Berge und gucken mal, was abgeht. Falls ihr es verpasst habt, gestern gab es einen Need for Speed Payback Livestream auf Twitch. Wir haben nichts Besonderes Gravierendes gemacht. Wir haben die Werbetafeln fertig gemacht, da haben noch 4 Stück hatten gefehlt. Achso, ich kann die Musik mal wieder anmachen, die hatte ich auch ausgemacht für den Livestream. Und wieder auf schwer stellen, genau, das können wir auch machen. Ja, jedenfalls, wir hatten die Werbetafeln zu Ende gemacht, die habe ich jetzt alle 30. Wir haben ungefähr 10 Coins noch gefunden, jetzt habe ich 60, 62 Coins. Wir haben ein paar Rennen gemacht und so, dass ich ein bisschen Kohle kriege. Ja, jetzt habe ich jedenfalls momentan ungefähr 1,1 Millionen und 60 Speedkarten, die nur darauf warten. Oh, ich würde da gerne 3 Sterne holen. Komm, wir machen das mal eben. Wir drehen mal eben um und machen da die 3 Sterne voll. Also jedenfalls gab es einen kleinen Livestream. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön nochmal an alle, die zugeschaut haben, die gespendet haben, die geliked haben, die mitgequatscht haben und alles. Ich hatte da einen sehr spaßigen Abend. Oh, 342 ist echt nicht schlecht, muss man sagen. Der Wagen hat ganz schön Power. Es ist halt auch ein 399er McLaren P1. Nee, also ich hatte Spaß. Und wenn der eine oder andere sich da gut unterhalten konnte, umso besser. Wenn ihr den verpasst haben solltet, den Stream, könnt ihr den entweder noch nachgucken auf Twitch. Der ist da gespeichert als Video. Aber es war jetzt auch nichts besonders Spannendes da drin. Wir haben einfach ein bisschen gelabert, ein bisschen Rennen gefahren, die wir schon mal gefahren sind. Also, ihr habt nichts Gravierendes verpasst, wenn ihr den Stream nicht gucken konntet. Und jetzt kommt also endlich neuer Content ins Spiel. Und zwar in Form eines neuen Rennmodi. Und Speedcross wird sehr actionreich, glaube ich. Das ist so eine Kombination aus Driften, Sachen kaputtfahren, Springen. Es gibt auch eine eigene neue Fahrzeugklasse dafür. Ich freue mich darauf. Haben wir wieder ein bisschen was Neues zu tun. Ist nur halt schade, dass es ein bisschen... Ja, sie haben es nicht ganz hinbekommen. Es war halt geplant, dass es heute Morgen freigeschaltet wird. Und es gab auch das Update, aber der Speedcross-Modus ist halt nicht zu finden auf der Karte. Naja, geben wir ihnen noch einen Tag Zeit. Ich denke, das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Und nochmal, wenn ihr den selber suchen wollt, dann schaut euch nicht dieses Video an. Ich glaube, ihr habt mehr Spaß, wenn ihr selber spielt, wenn ihr den auch sucht selber. Nach den Hinweisen, die im Internet kommen und dann irgendwann ihn findet, dann ist die Freude groß. Aber wenn ihr das natürlich jetzt bei mir im Video seht, dann müsst ihr ja nur noch dahin fahren und den einsacken. Ja gut, vielleicht hat der eine oder andere auch keine Lust, den zu suchen, sondern will einfach nur den Mazda X7 haben. Für den ist es vielleicht dann ganz nett, wenn er sieht, wo der ist. Aber dafür muss ich ihn ja auch erstmal selber finden. Wir können zwar jetzt hier die ganze Gegend abfahren, aber das heißt ja nicht, dass wir ihn auch unbedingt finden. Ah, der könnte irgendwo am Wegesrand stehen. Hier steht schon mal ein Wohnmobil, das ist es aber nicht. Letztes Mal, als ich den Mazda X7 gesehen habe, sah er anders aus jedenfalls. Ich glaube, der könnte theoretisch auch irgendwie Offroad stehen. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich vermute mal. Es gab ja vorher schon die Derelicts, die man auch irgendwo finden muss. Da musst du allerdings ja ein Wrackteil finden.
und dann das Wrack aufbauen. Bei den stillgelegten Autos ist es ein bisschen anders. Die sind vom Haus oder sowas. Die wurden von der Polizei stillgelegt, dass sie nicht mehr gefahren werden sollen. Und die können dann, die stehen dann irgendwo am Straßenrand. Und wenn du die findest, wenn du da vorbeifährst, kannst du einsteigen und das Auto mitnehmen. Aber wenn du da einsteigst, dann kommen die Cops natürlich, die haben da was gegen. Oh, hier auf dem Parkplatz könnte auch sein. Das wäre krass, wenn er hier irgendwo auf dem Parkplatz steht einfach. So ganz dezent, da zwischen den parkenden Autos steht plötzlich so ein AX-7. Oh, cool. So ein AX-7 als Drift-Auto, muss ich sagen, hätte ich schon Bock drauf. Weil wir brauchen dringend ein neues Drift-Auto für die Drift-Challenges in der offenen Spielwelt. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Blitzer gemacht und ich habe ja auch ein... Ich weiß, welches Auto ich als Drag-Auto aufbauen möchte. Das ist ja der Fair Lady. Wir brauchen allerdings... Und den Bel Air, an den erinnert ihr euch auch. Den haben wir ja auch aufgebaut. Den werde ich als Sprungauto bauen quasi. Also, wir haben ja in der offenen Spielwelt auch noch eine ganze Menge Sprung-Challenges. Und die möchte ich mit dem aufgetunten Bel Air machen. Und dann fehlen aber noch die Drift-Challenges, die es ja auch noch gibt. Und die würde ich gerne mit einem aufgetunten Drift AX-7 machen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob man den Wagen als Drifter aufbauen darf. Ich denke schon. Werden wir dann sehen. Ah nein, und dann fahre ich am Ende noch hier gegen. Aber es reicht. Es reicht. 190 km/h, es reicht. Es reicht, es reicht, es reicht. Ganz knapp. Wir sind jetzt hier oben die ganzen Berge schon abgefahren. Es gibt aber noch eine weitere Tank... Also ich weiß nur, ich wollte jetzt auch nicht einfach nur nach... Man kann, glaube ich, jetzt schon im Internet nachgucken, wo der Wagen ist, weil natürlich irgendwelche Leute den auch schon gefunden haben. Ja, du kannst theoretisch... Aber ich will ja auch ein bisschen selber suchen. Deswegen habe ich nur einen Hinweis bekommen, halt so grob das Gebiet, in dem ich suchen muss. Und dass eine Tankstelle in der Nähe sein soll. Deswegen fahren wir jetzt mal rüber zur nächsten Tankstelle. Und gucken mal, ob wir den da unterwegs irgendwie finden. Also ein bisschen selber suchen finde ich ja auch cool, aber ich habe halt jetzt keine Lust, 3 Wochen lang... Ne, wie lang, wie viel sind 150 Stunden? Moment, mein Taschenrechner wird es euch sagen. 154 durch 24 sind eine Woche lang ungefähr. Also eine Woche lang kann man den AX-7 finden. Ihr solltet euch also sputen, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und ihr den AX-7 haben wollt, solltet ihr euch ranhalten, dass ihr den findet. Der läuft jetzt eine Woche lang, ist er irgendwo auf der Karte. Und wenn ihr den nicht gefunden habt in der Zeit, kann es, glaube ich, sein, dass man den dann gar nicht mehr kriegen kann. Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall haben. Ich möchte aber jetzt nicht 5 Folgen lang einfach nur das Auto suchen, ja, überall die Karte abfahren. Wir fahren sowieso die Karte ab, aber ich möchte das ein bisschen beschleunigen. Ich will einfach nur den AX-7 haben, fahren, tunen, zeigen, weil es ein geiles Auto ist und weil viele den vermisst haben. Den gab es schon auf Screenshots und ich glaube, den hat man schon gesehen hier und da im Spiel. Aber man konnte ihn eben noch nicht selber kaufen und tunen. Wir haben immer schon wieder Leute gefragt, wo ist denn der AX-7? Warum ist der nicht im Spiel? Ja, der kommt jetzt. Keine Sorge, der kommt jetzt. So, wir fahren hier lang, driften ein bisschen, auch wenn ich die 100.000 Punkte ja sowieso nicht mache mit dem Auto. Wir können ja trotzdem ein bisschen driften, das macht ja Spaß. Ich meine, es ist so, dass man auch, wie bei den Derelicts, so eine Warnung kriegt auf der Karte. Diese blaue, ne, so, hier könnte ein Wrackteil in der Nähe sein, mäßig, dass man da eine Warnung kriegt. Also ihr könnt theoretisch auch einfach nur die Karte abfahren, so ein bisschen kreuz-querfeld einfahren und, aha, geortet, stillgelegtes Auto. Ah, da haben wir es schon. Da steht er. Ja, er steht tatsächlich an der Tankstelle. Oh, wir haben ihn. Ja, das ist ja was, hör mal. Da steht er. Da steht er. Hab dich. Ein wunderschöner, grün-orangener Mazda RX-7. Sieht ein bisschen runtergekommen aus. Ja, vor allem neben meinem wunderschönen P1. Warte mal, wir müssen den P1 mal eben ganz kurz... vorsichtig daneben parken, grün neben grün. Boah, was der P1 eigentlich für ein breiter Kasten ist, ne? Wenn man den mal sieht, neben dem AX-7. Aber der P1 ist einfach so sexy. Okay, wir steigen ein in den AX-7. Bring das Auto zu Rev. Werden wir tun. Aber das Ding ist halt, das ist jetzt eine extrem langsame Möhre jetzt gerade. Wir verfolgen einen Mazda RX-7 in südlicher Richtung durch Silver Canyon. Der hat natürlich kaum Nitro drin, der hat kaum Leistung. Der ist quasi fast Serie und wir müssen den jetzt vor den Cops wegbringen. Und das mit einem Auto, das eigentlich relativ langsam ist. Das könnte jetzt interessant werden. Na los, komm doch! Vor allem, wenn man jetzt aus dem P1 kommt, auf Stufe 399, dann ist natürlich so ein Mazda X7 auf Serie nochmal langsamer gefühlt. Aber endlich dürfen wir ihn fahren. Ich bin ein Riesenfan vom AX7. Ich liebe dieses Auto. Ist nicht jedermanns Sache, klar, so wie alle Autos, ne? Es gibt Freunde, die ihn lieben, es gibt welche, die ihn nicht so mögen. Ich mag den AX7 sehr gerne und ich habe Bock, den zu fahren und zu tunen und so alles Mögliche. Aber man muss ihn halt jetzt erstmal vor den Kopf in Sicherheit bringen. Und das Ding ist scheiße langsam.
Vor allem in Serie natürlich. Er soll nicht langsam bleiben, er soll schön schnell werden. Aber momentan ist er jetzt ziemlich langsam. Und die Cops haben auf jeden Fall Bock auf uns. Er hat ein bisschen Nitro drin, aber auch nicht besonders viel, auch nicht besonders stark. Also es ist alles so eine Sache. Übrigens, ein Hinweis an euch. Diese Verfolgungsjagd, die wir jetzt gerade mit dem Auto machen, ne? Es gibt nur das Ziel. Das Ziel ist der Flugplatz, ja? Es gibt aber weder Checkpoints, das heißt, ich muss nicht diese Route fahren. Ich könnte theoretisch auch hier oben lang fahren, ja? Man kann sich die Route selber aussuchen, das ist nur eine vorgeschlagene Route. Und es gibt auch kein Zeitlimit. Wir müssen einfach nur das Auto zu Rev bringen. Das heißt, wir könnten jetzt auch... Ja, wir können auch hier rechts hochfahren zum Beispiel. Ich mach das jetzt einfach mal. Um euch das jetzt auch demonstrativ zu zeigen. Ihr dürft mit dem Auto machen, was ihr wollt. Das heißt, es gibt theoretisch eine Verfolgungsjagd in der offenen Spielwelt, weil ihr habt ein Auto, ihr habt Cops und ihr habt die freie Möglichkeit, so lange wie ihr wollt und so weit wie ihr wollt rumzufahren. Insofern ist es theoretisch eine Verfolgungsjagd in der offenen Spielwelt. Weil ihr seht, das Navi hat sich angepasst, jetzt fahren wir eine andere Route. Man kann sich das selber aussuchen, wie man fahren möchte. Man muss nur am Ende dann am Flugplatz ankommen und die Cops loswerden. Mehr ist nicht gefordert. Insofern seid ihr da frei. Fahrt ruhig ein bisschen eine längere Route, wenn ihr Bock habt, mit den Autos oder mit den Cops noch ein bisschen rumzuspielen. Ja, dann fahrt ihr nicht den schnellsten Weg zum Flugplatz, sondern ein bisschen länger. So wie ich das jetzt gerade mache und habt noch ein bisschen Spaß mit den Cops. Das war ein Rhino! Das war ein Rhino! Da kam ein Rhino! Ich fahre hier mit dem X7 in der Serie und da kommt die mir mit Rhinos entgegen. Ach du heilige Makrele. Also ich denke, wir können festhalten, es gibt nicht nur Cops, sondern es gibt auch, also ja, Rhinos sind auch Cops. Aber es gibt in der Verfolgungsjagd mit den stillgelegten Autos anscheinend sogar Rhino-Einsätze. Das ist krass. Eieieiei, wir haben aber wirklich eine kleine Armada hinter uns, so. Nicht schlecht. Ah, der X7, der braucht ein bisschen Power. Wir sollten da dringend Tuningteile einbauen, dass der ein bisschen flotter wird. Und man sollte auch mal den Lack anpassen. Da muss ein Spoiler drauf, der muss tiefer. Oh oh, Killswitch. Kinderspiel. Okay, wir müssen... Ja, der Wagen ist natürlich nicht geeignet, um Cops auszuschalten, ne? Das kann der halt einfach nicht. So, wir fahren durch die Tanke. Alles klar, verstanden. Wir haben noch 900 Meter. Ich fahre jetzt aus dem Flugplatz. Ich will das ja auch schaffen. Ich will den Wagen ja auch haben. Aber theoretisch könnt ihr jetzt noch... Ihr könnt noch einmal runter bis zur Stadt und dann noch einmal um die ganze Karte. Ihr könnt 30 Minuten, 40 Minuten... Ihr könnt so lange mit diesem Auto rumfahren, wie ihr wollt. Und dabei die Cops an der Nase herumführen. Nur, ihr solltet euch halt nicht erwischen lassen. Aber ich habe mir das gedacht, wir kürzen das alles ein bisschen ab. Wir kürzen den Suchprozess ein bisschen ab, indem ich mir so ein bisschen gucke, wo ich suchen muss. Und wir kürzen das mit den Cops so ein bisschen. So, und jetzt haben wir das... Jetzt haben wir den X7 dann auch. Adios, Jungs. Freigeschaltet. 3 Minuten 43 mit den Cops. Und damit haben wir den Mazda X7 Spirit Air. Und er ist ein bisschen heruntergekommen, ne? Er ist ein bisschen der Lack und auch die serienmäßig Racer, Stufe 172. Ich hätte eigentlich gerne den X7 als Drifter. Wir müssen mal gucken, ob man den dann jetzt kaufen kann. Wenn ich den quasi als Racer, ob ich dann den X7 auch als Drifter und sowas kaufen kann. Das müssen wir jetzt gleich mal beim Händler gucken. Fände ich sehr geil, wenn wir den X7 als Drifter kaufen könnten. Also das ist im Endeffekt die Idee der stillgelegten Autos. Eine Woche lang ein Auto, zum Beispiel jetzt das erste ist der X7, später kommen noch andere Autos. Irgendwo auf der Karte, ihr müsst suchen, nach und nach werden mehr Hinweise bekannt gegeben und dann könnt ihr den vielleicht irgendwann finden, manche finden den schneller, manche langsamer. Wir haben das jetzt heute mal ein bisschen abgekürzt, ich habe euch jetzt den ersten, haben wir jetzt einfach mal geholt, weil ich einfach den heute zeigen wollte und sonst hätte ich jetzt erstmal Speedcross gemacht und abgewartet, ob wir den nicht vielleicht zufällig finden. Aber da Speedcross noch nicht funktioniert, habe ich gedacht, dann machen wir schon mal den X7, ne? Dann nehmen wir das schon mal vorweg. Und wenn du den dann findest, musst du einsteigen und mit dem langsamen Auto halt den Cops entkommen und dann hast du den Wagen. So, jetzt haben wir den. Jetzt ist nur die Frage, warte mal, theoretisch können wir den auch schon... Ja, wir können den tunen, Lieber dann direkt, bevor wir den jetzt tunen, wartet mal. Wir fahren übrigens heute mal den Panamera zum Händler. Ich weiß nicht, habe ich gerade Lust drauf. Ich habe gerade Lust auf den Panamera. Wir werden uns aufmachen zum Drift-Händler. Ich will wissen, ob ich den X7 als Drifter kaufen kann. Das wäre so schön. Dann werden wir den nämlich schön auftunen und dann machen wir mit dem mal die ganzen Driftzonen in der offenen Spielwelt. Da habe ich nämlich eine ganze Menge von. Aber ich habe gerade irgendwie Bock gehabt, den Panamera noch mal ein paar Meter zu bewegen. Ist ja auch nicht weit. Wir fahren ja nur bis zum Drift-Händler. Aber ich wollte noch mal so ein bisschen... Weil ich vermisse ihn ein bisschen. Wir haben natürlich jetzt keine Cop-Events mehr, weil wir mit der Story durch sind. Miller? Jeff, ich habe nicht viel Zeit. Broker? Alles okay? Ich fliege gerade nach Japan. Der Collector ist abgehauen, als dein Freund Morgan das Rennen gewonnen hat. Ich folge seiner Spur, bevor sie kalt wird. Ich weiß nicht, wohin er will, aber ich denke, es hat etwas mit Arkwright zu tun. Und ich werde rausfinden, was. Oh, wir das ist... Wir sehen uns wieder, Miller.
Das ist noch ein Hinweis. Krass, wir waren halt seitdem nicht mehr auf Miller unterwegs. Deswegen haben wir den jetzt erst bekommen, den Hinweis. Aber die... Ah, okay. Sie ist dem Collector auf den Fersen. Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen Teaser in Richtung Erweiterung, Story-Erweiterung oder halt neuer Need for Speed-Teil. Und ja, seitdem wir halt die Story durch haben, waren wir mit Miller nicht mehr unterwegs, weil ich halt keine Cop-Events mehr habe. Aber ich hatte gerade Bock auf den Panamera. Und da haben wir direkt noch einen wichtigen Hinweis bekommen. Die Zeit macht mich immer nervös. Ich habe hier einfach zu viele Jobs abgezogen. Okay, hier ist unser Drifthändler. Und jetzt bin ich gespannt. Bitte, 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 lass mich den AX7 als Drifter kaufen dürfen. Yes, wir dürfen. Weil das Ding ist, Racer habe ich mehr als genug. Ich habe den Regera, ich habe den P1, ich habe den Aston Martin gehabt. Den habe ich aber, glaube ich, verkauft. Wir haben Racer mehr als genug, ja. Was wir brauchen, ist ein Drifter. Wir brauchen einen Drifter. Ich habe den BMW nämlich ausgeschlachtet. Und wir müssen ja noch die ganzen Driftzonen machen in der offenen Spielwelt. Das heißt, wir brauchen sowieso einen Drifter. Eigentlich hatte ich gedacht, den Huracan vielleicht zu nehmen. Aber jetzt habe ich natürlich den X7. Und den werden wir als Drifter. Der geht sogar bis 3,99. Das ist sehr, sehr geil. Ah, yes. Wir kaufen uns den X7. Ich meine, wir haben jetzt gerade einen bekommen, aber halt als Racer. Das heißt, der bringt uns nichts. Wir brauchen den als Drifter. Und der sieht auch vom Lack her direkt netter aus. Hier, das ist schön. So, und der Wagen... Der wird jetzt erstmal zum Tuner vorgeführt. Wir gucken erstmal, dass wir da so ein paar Basic-Teile schon mal reinmachen. Und dann haben wir endlich einen neuen Drifter und einen AX7. Das ist doch eine schöne Kombination. Der Sound, muss ich sagen, ist schon ganz nett. Könnte aber für einen Wankel eigentlich noch ein bisschen geiler sein. So, hier, 355 schafft der Wagen jetzt leider nicht gerade. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust mit 150 oder was der für eine Stufe hat. Aber er driftet schon wunderbar. Ich glaube, das könnte was werden. Ich glaube, das könnte was werden, Freunde. So, hier ist unser Tuning-Shop des Vertrauens. Und jetzt gucken wir mal, ob wir für den X7 da nicht ein paar nette Teile kriegen. Wir kaufen erstmal wieder alles, was Stufe bringt. Ihr kennt das Prozedere. Geld rausballern. Ich habe eine Million auf dem Konto, weil ich hatte, glaube ich, 300.000 oder noch was. Und dann habe ich im Livestream halt ein paar Autos ausgeschlachtet, den DB11 und sowas. Da habe ich dann verkauft. Und wir haben ein paar Rennen gemacht, deswegen habe ich jetzt eine Million gehabt. Und deswegen können wir jetzt hier fleißig, Stufe nach oben ballern, weil ich hatte ja schon im Hinterkopf, es kommt ein neues DLC, wir brauchen Geld für neue Autos und neue Teile. Deswegen habe ich das im Livestream so ein bisschen gemacht. So, 188. 191. Geht da noch mehr oder ist 191? Nee, 191 ist erstmal Maximum. Die Speedkarten sehen anders aus, ne? Sie haben es optisch ein bisschen angepasst. Ich habe das Gefühl, die sehen ein bisschen kleiner aus von der Schrift her und so. Okay, wir können... Ach, das ist auch neu. Man sieht jetzt auch, wie oft man noch würfeln kann. Ich glaube, das hat man vorher nicht gesehen. 21 Mal kann ich theoretisch noch würfeln. Gut, dass ich mir ein paar Token zusammengekramst habe. Dann können wir nämlich den AX7 direkt mal so ein bisschen höher bringen. Er muss ja nicht extrem hoch, aber so 250 oder so wäre schon sehr schön. Ah, ein Stufe 8 Teil. Das ist sehr, sehr schön. Das bringt uns auf 201. Das ist sehr gut. Wir rollen einfach so ein bisschen random. Ich weiß nicht, worauf ich würfeln soll. Warte mal, was haben wir noch? Stufe 5 Getriebe und Steuergerät. Ja, dann rollen wir halt immer auf das, was am niedrigsten ist. Wir rollen ein bisschen. So auf 250 möchte ich den gerne haben. Und dann machen wir mal ein paar Open-World-Speed-Zonen mit dem. Drift-Zonen mit dem. Dafür möchte ich den vor allem haben. Eure Meinung auf jeden Fall mal zum AX7 in die Kommentare. Findet ihr geil, findet ihr nicht so geil? Und Speedcross, da müssen wir dann halt noch abwarten. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Ich denke, bis zum nächsten Video wird es dann freigeschaltet sein. Und dann gucken wir gemeinsam ganz in Ruhe da rein. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir den AX7 jetzt einfach vorwegnehmen und den schon mal aufbauen. Stufe 6 ist ein bisschen niedrig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da noch was Höheres kriegen, muss ich sagen. Yep, Stufe 8 ist schon eher meine Richtung. Das ist schon eher mein Flair. Damit kommt er auf 218. Und damit können wir auch wieder neue kaufen. Damit kommen wir auf 223, 231, 239, 242. Seht ihr, man muss nur ein bisschen rollen und dann kann man wieder kaufen mit neuen Teilen. Jetzt können wir wieder Teile eintauschen. Es ist ein Kreislauf. Es ist der Kreislauf des Lebens, meine Freunde. Der Kreislauf des RX-7. Ich finde das gut, dass wir den als Drifter aufbauen. Ich meine, so als Drag-Auto bestimmt auch ganz geil. Aber als Racer habe ich mehr als genug und wir brauchten dringend einen Drifter. Und ich finde, ein RX-7 passt eigentlich auch zum Driften. So, ein Getriebe wäre noch ganz schön. Das ist ein bisschen niedrig und dann sollten wir auch schon um die 250 sein. Mehr wollte ich gar nicht. Jawohl, Stufe 8, Bremsen, Tempo, das ist sehr schön. Oh, entschuldigt bitte. Tja, was braucht man eigentlich in einem Drifter? Ich würde sagen, ein bisschen mehr Nitro wäre noch nicht schlecht. Dann kann man nämlich den... Nitro braucht man beim Drifter vor allem, um den Bonus zu blocken und um schnell wieder auf Geschwindigkeit zu kommen. Deswegen habe ich Nitro eigentlich ganz gerne. Und Stufe 9 habe ich sowieso gerne. Aber Nitro habe ich eigentlich ganz gerne im Drifter-Auto, muss ich sagen. Deswegen rollen wir noch ein bisschen auf Nitro. Jetzt ist er genau 250, aber der geht bis 399. Ich weiß halt nicht, ob es beim Drifter-Auto Sinn macht, auf 399 zu tunen. Weil der dann wahrscheinlich schon zu viel Power hat, um noch schön zu driften. Aber das ist an sich schon ganz geil. Also, jetzt rollen wir mal auf Amerikaner wieder. Ja, jetzt kommen schon die hohen Teile hier.
Eigentlich brauche ich aber was anderes. Ich brauche keine hohen Teile, sondern ich brauche ein bisschen Bremsbonus, wäre nicht schlecht. Aber es trifft sich halt im Endeffekt super, ja. Beim letzten Mal habe ich noch darüber gesprochen, dass ich so langsam nicht mehr so richtig weiß, was ich noch machen soll und so. Und es trifft sich ja super, dass genau dann in dem Moment quasi neuer Content kommt. Als hätten sie geahnt, so wann ich langsam die Motivation verliere. Und zack, kommt neuer Content. So, 261 ist er jetzt und hat diese Teile drin. Das ist schon ganz okay, finde ich. Geht natürlich noch besser, aber das ist schon mal ein Anfang. Damit sollte man ihn schon driften können. Jetzt fahren wir weiter zur Garage und da werden wir noch ein bisschen die Optik machen. Und dann können wir mal ein paar Driftzonen noch machen und dann machen wir auch schon Schluss für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wahrscheinlich dann erstmal nicht mit dem X7, sondern mit Speedcross. Zumindest wenn es dann bis dahin freigeschaltet wird. Oh, der hat aber schon gut Speed jetzt. Man merkt direkt den Unterschied. Auch soundtechnisch noch mal ein bisschen besser geworden, habe ich das Gefühl. So, es ist natürlich ein Drifter, der liegt schön tief, das soll er auch. So, dann schauen wir mal, was hier tunermäßig geht. Ach, du kannst auch die Rostlaube von vorher wieder dran machen, alles klar. Nee, wir möchten den natürlich ein bisschen auftunen. Er soll ruhig gereist werden. Es ist ein japanischer Drifter und das darf man... Oh, mit Bodykit sogar theoretisch. Das haut natürlich richtig auf die Kacke, passt aber eigentlich zum Thema Driften, finde ich. Muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich mache das sogar drauf. Ich finde, zum Drifter passt es irgendwie. Da kann der ruhig richtig fett sein. Aber dem kann man die Scheinwerfer nicht anpassen von der Farbe her. Du kannst nur die alten wieder drauf machen, die man quasi beim Fund hatte. Aber schöne Recaro-Sitze da drin, seht ihr das? Geil, Mann. Und Rechtslenker, ist das ein süßes Teil? Ah, ich hab Freude, meine Freunde. Ich find's geil. So, wir machen, glaube ich, mal. Eigentlich ist das eine Sünde. Ja, nee, wir machen es doch nicht. Ich dachte gerade, eigentlich kann man es mal machen, weil es ist ein Drifter, aber irgendwie finde ich es dann doch zu hässlich. So, Auspuff, 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 Auspuff. Es ist halt ein Driftauto. Dickes Rohr muss sein, ja. Dickes Rohr muss sein. Ah, Mensch, ey, X7 ist einfach so ein geiles Teil. Es gibt dann einfach die Leute, die ihn geil finden und es gibt die Leute, die dann nichts mit anfangen können. Naja, wir machen heute mal so einen richtigen Drifter. Das muss jetzt auch mal sein. Nummernschild natürlich auch passend dazu. Driftor mit O, natürlich mit O. So, die Felgen müssen natürlich schön groß sein, das ist auch klar. Bremssättel hat er standardmäßig so rote drauf. Ah, das wird heute hier richtig, richtig böse. Schön die Rotiforms auf jeden Fall am Start hier. So, Bremsscheibe. Und dann kommen auch hier die Toyo Tires drauf. Ich muss sagen, wenn man ihn auf Drift baut, also japanischer Drifter und so, dann ist das auch okay, wenn er richtig auf die Kacke haut, finde ich. So, jetzt schauen wir mal, ob er vielleicht gibt es ja sogar schon coole Designs. Ich vermute fast nein. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon Designs für eine X7 gemacht haben. Wahrscheinlich sind die dann eher von anderen Autos abgekupfert, sozusagen. Oh, der ist schon geil, Mann. Der geht schon in die richtige Richtung hier. Noise Bomb mit... Ja, der geht schon sehr in die richtige Richtung. Ja, der ist auch süß. Der geht auch in die richtige Richtung. Es muss so auf die Kacke hauen, Mann. Vor allem, ich bin ja eigentlich sonst eher zurückhaltend. Ich habe schon viele Autos in diesem Spiel getunt und habe gesagt, nee, nicht so übertrieben. Wir machen ein bisschen entspannter. Ich kenne andere Leute, ohne jetzt Namen zu nennen, die sehr oft auf die Kacke hauen. Und ich finde es dann eigentlich ganz cool, wenn man mal so ein bisschen weniger immer dezent. Und jetzt aber heute müssen wir auch mal ein bisschen übertrieben. Bei einem Drift X7 darf man das. Der ist auch geil, ein rot-rosa so ein pink-mäßiges. Der ist auch richtig geil, da müsste man die Felgenfarbe noch anpassen. Aber das ist so der Stil, den ich mir vorstelle für den X7 ungefähr. Asiatischen Drift-Film und so, weißt du? So Hauptsache Sticker und bunt und auf die Kacke hauen. Das stelle ich mir vor. Bei einem Regera ist das was anderes, ja? Aber bei einem X7... Mit der Nacht kommt auch der Mac. Was ist denn mit dem Sound passiert? Also driften kann er, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Driften kann er. Drift-Events oder Drift-Zonen sollten eigentlich noch mehr als genug haben in der Stadt. Alles ist voll. Jetzt haben wir einen Drifter und können mal gucken, ob der was kann. Das Ding ist halt, dass die Drift-Zonen sowieso auch so ein bisschen... Ja, die brauchen auch ein bisschen Glück. Wenn dann gerade der Verkehr unschön kommt oder so, dann kriegt man halt nicht viele Punkte. Wir versuchen einfach mal ein paar Drift-Zonen. Pass auf. Dafür ist der Wagen nämlich gedacht. 25.000 sind geboten. Das ist natürlich sehr unschön, wenn man da die Wand so mitnimmt. Keinerlei Dinger, die man einsammeln kann. Also die 25.000 macht das sogar relativ problemlos, aber es reicht dann nicht ganz für 3 Sterne.
Aber für den ersten Versuch, mal eben Rekord und so, ist das schon mal ganz nett. Warte mal, wie viele Punkte wollt ihr denn haben hier? 40.000? Okay, kann man aber schaffen. Das hat aber jetzt mehr als gereicht. Das waren 46.000. Also ich glaube, damit haben wir ein Auto gefunden für die Driftzone in der offenen Spielwelt. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht doch mal umtune. Er ist halt übertrieben und ich bin immer so ein bisschen derjenige, der eher so dezentere Tunings mag. Deswegen. Aber ich glaube, bei einem Drifter kann ich damit irgendwie auch warm werden. Driftzonen sind auf jeden Fall eine nette Sache. Und wir haben auch noch mehr als genug davon auf der Karte. Ich glaube, uns wird die nächsten Parts nicht langweilig werden und wir werden sehr viel querfahren. Ich weiß nicht, ob er realistisch klingt, aber er ballert auf jeden Fall ziemlich ordentlich jetzt. So, Driftzone. 22.000 Punkte. Ah, leider die Wand mitgenommen. Da hatte ich so schön Punkte. Alles in einem Drift verpackt. Hätte ich da die Wand nicht mitgenommen, hätten wir locker die drei Sterne geholt, glaube ich. So reicht es nur für... Nee, so reicht es auch für drei Sterne. 45.000 und das, obwohl ich die Wand mitgenommen habe. Also der Wagen, er kann es. Er kann driften. Soweit erstmal zum Mazda X7. Neues Auto im Spiel. Wie gesagt, wenn ihr ihn finden wollt, wisst ihr jetzt, wo er zu finden ist. Und ansonsten, wenn die Leute jetzt nicht zugucken wollten, weil sie nicht gespoilert werden wollen, kann ich das verstehen. Ab der nächsten Folge geht es dann los mit den Speedcross-Events. Hoffe ich zumindest. Ich habe sehr Bock drauf, ja. Sachen kaputt fahren und neue Autos und so. Aber das erstmal zum X7. Das wird unser Open-World-Drifter jetzt für die nächsten Folgen. Und vielleicht werde ich nochmal ein bisschen was umtunen, aber ansonsten bin ich schon... sehr zufrieden mit dem. Zumindest bei der Drift-Leistung. Bei der Optik weiß ich noch nicht so ganz. Ich würde mich sehr freuen über Däumchen. Wir sehen uns, euer Walle. Bye, bye.